Tischtennis, Fußball oder Leichtathletik. Mit viel Spaß und Ehrgeiz trainieren die SportlerInnen der CAPS Vorarlberg. Nicht höher, weiter, schneller, sondern die Freude an der Bewegung treibt die ehrenamtlichen TrainerInnen sowie die mental beeinträchtigten SportlerInnen der CAPS an. Und das durfte unser Redakteur am eigenen Leib erfahren. Ja, unser Verein ist schon sehr jung, es gibt uns seit 4 Jahren. Und wir haben das Gefühl, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen auch die Möglichkeit geben sollten, Sport zu betreiben, unterschiedlichste Sportarten auszuüben, vom Breitensport bis zum Spitzensport. Und ja, das ist unser Engagement. Strukturell haben wir verschiedene Sportarten, wie gesehen haben: Fußball, Skifahrer, Tischtennis, Leichtathletik, Kletterer, Schwimmer. Und wir möchten ausbauen, wir möchten weitere Sportangebote anbieten. Aber dazu brauchen wir Trainer, Trainerinnen, dazu brauchen wir motivierte Vereine, die da mitmachen, die in Kooperationen mit uns das machen. Bei den regelmäßigen Trainingseinheiten kristallisieren sich immer wieder Talente heraus, die Vorarlberg bei nationalen und internationalen Wettkämpfen vertreten. Wenn wir Talente bei uns in der Breite entdecken, dann versuchen wir Vereine zu finden, wo sie mit Nichtbehinderten mittrainieren können, wo wir ihnen die Strukturen schaffen, wo wir diese Vereine unterstützen. Weil am Anfang immer ist, wir tun nicht mit denen. Ganz normal. Ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen mehr Empathie. Das eine oder andere Krankheitsbild sollte man vielleicht etwas wissen darüber. Aber es ist unkompliziert. Und dort machen wir einen Übergang. Und dann trainieren die ganz normal in einem Verein mit. Die ehrenamtlichen TrainerInnen sind sich einig. Es ist weitaus mehr als einfach nur ein Hobby. Es ist für mich eine Wahnsinnsbereicherung. Also ich bin jetzt seit 1,5 Jahren circa dabei. Und die Menschen, die da trainieren, oder die mit mir trainieren, die geben da brutal viel. Weil sie brutal viel Lebensfreude haben, weil sie brutal positiv sind. Und ein tolles Feedback kriegst du immer von ihnen. Und sie strahlen immer an, sind einfach Freude. Und das macht mir auch Freude. Und darum bin ich jetzt eigentlich schon wieder dabei. Erstens einmal mache ich gern Sport. Und das ist natürlich für die Burschen da, wenn da einer Sport macht und das auch kann, was er denen beibringt, natürlich schon was. Und mir gibt das natürlich auch was, weil ich einmal in der Woche einfach fix einen Termin habe, wo ich Sport machen muss. Und so ist das eigentlich eine Win-Win-Situation für uns beide, für die Burschen, wo ein bisschen was lernen und Spaß haben dabei und auch für mich, wo ich einfach gezwungen bin, um dann die Stunde oder eineinhalb oder was es halt ist, zu machen. Also von daher ist das eine tolle Geschichte und für die Jungs da ist das halt auch eine wichtige Sache. Warum ich das mache, ist eine gute Frage. Das ist wahrscheinlich, weil ich durch eigene Erfahrung einer Tochter gerade behindert war und auf dem einfach einen Zugang gefunden habe zu dem ganzen behinderten Zugang. Und insofern hat mich das einfach auch motiviert, jetzt da, wo mich der Robert gefragt hat, ob ich das mitmachen möchte, zum einfach da dabei sein. Weil ich habe auch vor Jahren einmal bei der Special Olympics im Bluedance geholfen und das war einfach ein Wettkampf, der mich unglaublich fasziniert hat, wo ich einfach sagen muss, das, was man da von der Menschen retour kriegt, ist unglaublich und das ist eigentlich die Motivation, warum ich da dabei bin. Die mental beeinträchtigten SportlerInnen der CAPS Vorarlberg sind ihren TrainerInnen dankbar für die Arbeit und geben in jeder Einheit alles. Die Trainer sind einfach gute Trainer, die sind super, die sind ganz super. Ich komme gleich weiter von Staatsmeisterschaften. Ich spiele 5. Klasse jetzt. Ich habe überhaupt schon gespielt, ich habe schon Griechenland gespielt. In Deutschland bin ich schon gesehen, bei Salzburg bin ich schon gesehen. Und Brigitte ist einfach eine super Kollegin und super Trainer. Ich bin so dankbar. Beim Trainer ist halt, die bedeutet mir, Stefan und mir bedeutet viel. Ja, und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich dabei war. Bei den CAPS Vorarlberg zählt in erster Linie das Erlebnis, nicht das Ergebnis. Interessierte SportlerInnen sowie TrainerInnen sind jederzeit herzlich willkommen. Ja.